Willkommen zurück zum EM-Orakel 2016. Welche Farbe? Viertelfinale. Frankreich-Blau. Frankreich gegen Isen. Bro, wir sind rot. Okay, und damit geht das Spiel los. Wir haben bei Deutschland gegen Italien fast Verlängerung, fast Elfmeterschießen gesehen. Und dann kam Mut. Eigentlich gesagt, dass Island blau muss, aber egal. Nein, Island nicht blau. Frankreich ist ja Le Bleu. Hometown. Ist auch Frankreich Le Bleu. Ball jetzt von den Isen nach vorne gespielt. Mono steht safe im Tor bis jetzt. Nee. Und Brodersson fast mit dem Tor. Abgewehrt, jetzt kommt hier Mono, ist das glaube ich. Mono ist der Fette, ich bin der Dünne. Also ist Motsch der mit dem Sepp-Namen. Was denn heißen? Jetzt im Tor Sepson fährt den Ball nicht nach draußen. Broson kann den Ball auch nicht nach draußen fahren. Nochmal eine Flanke. Nochmal eine Flanke, jetzt wunderscharf. Brother Ratson fährt den Ball nach außen. Und jetzt gefährlich, gut abgewehrt von Motsch. Das ist eine Chance für Frankreich, fast Eigentor. Oh. Gut abgewehrt von Brother Ratson. Jetzt hier echt jetzt? Kein Problem. Im Tor. Korrekt. Und wunderbar abgewürgt. Jetzt Brother Ratson mit dem Fehler. Schon nein, da ist der schon der Ball. Nein, kann den Ball nicht abwehren. Sepson fährt den Ball jetzt nach vorne. Jetzt Schusschance für Sepson. Sepson klärt über. Jetzt Mochi fährt jetzt den Ball nach draußen. Brother Ratson schon wieder da zum Abwehren. Mochi. Wunderbar, Mochi. Jetzt, der schießt auf mich, der gibt mir einen Pass. Ja, das war eine leichte Umbucht im Schuss der Franzosen. Jetzt Frankreich, was war das? Der Übersteiger von Mono. Nö. Mochi ist mal weitergefahren. Jetzt dahin zu fahren. Bin abgelenkt. Mono kann den Ball klären hier. Fährt den Ball jetzt nach außen. Brother Ratson rotiert sich zurück. Mono im Zweikampf. Jetzt Sepson muss den Ball dann nach außen fahren. Macht das auch. Na, der Ball kommt wieder gefährlich in die Mitte. Mono, nein! Was war das denn? Der Ball flippert hin und her. Wollte den seitlich nehmen. Schuss und Mochi hält mal was. Was war das denn? Er hält was. Nachschuss von Brother Ratson. Abgewehrt. Mochi jetzt fährt mit Ball nach außen. Richtig. Mochi, das ist jetzt endlich hat er den Namen richtig ausgesprochen. Jetzt vielleicht nochmal ein Pass in die Mitte, das war ganz schlecht. Übersteiger von Sepson. Nein, Mochi! Da ist einer. Jetzt fallen rein. Nimmt Mochi Mono den Ball weg und deswegen kein Tor für Frankreich. Brother Ratson fährt den Ball jetzt über die Außenbahn nach außen. Schön über den Ball gespielt. Alter, schön. Wunderbar abgewehrt und jetzt wieder unnötige Fluganlage von Mochi und deswegen kein Tor. Was kann ich dafür, dass Mono mich so gut überspielt hat? Mono versucht er jetzt wieder Angriffsspiel für die Franzosen. Jetzt der Ball tot in der Mitte. Mono fährt dahin, kontrolliert den Ball. Die Frankreicher bisher mit mehr Ballbesitz, aber die Isländer durchaus auch schon gefährlich. Sepson jetzt mit dem Ball nach vorne. Übersteiger von Sepson. Bisschen schlecht vielleicht. Jetzt Mono fährt den Ball wieder auf den Brother Ratson. Bin halt ein Torwart. Mono jetzt vielleicht mit einem Schuss. Ja, der kommt. Was? Was ein Tor, ey. Was war das denn? Yeah! Was ein Tor! Was war das denn? Du fährst. Torschütze, Mono spielt. Was ein Tor, jetzt nochmal Mono nach vorne getragen. Keine Chance für Sepson im Tor. Wir bräuchten halt Torhaltson. Echt mal. Jetzt der Ball von Altorson so rum. Von Moschi nach draußen gefahren. Sepson fährt rückwärts. Bro. Großer Ratson. Entschuldigung. Kann den Ball nach draußen fahren. Mono jetzt wieder schön angenommen. Brother Ratson mit einem Schuss, da steht Mochi. Abgewehrt, Brother Ratson immer noch in der Offensive. Jetzt ist dabei eher gestoppt als geschossen. Mochi überlupft, Brother Ratson. Sepson im Tor. Sepson kommt langsam aber sicher aus dem Haus raus und klärt den Ball vorübergehend. Mochi mit einem Fehler, Sepson jetzt mit dem nächsten Angriff. Sepson spielt sich den Ball in die Mitte. Der ist schön abgewehrt von Mochi. Bro, Connection lenkt problems. Den Ball noch weiter. Verlängert den Ball Richtung isländisches Tor. Ja, voll. Mochi steht gegen die Isen. Sehr schön angenommen. Sehr schön weitergegeben. Beide Tore war Bro schuld. Beim ersten hat er mich angeschubst. Deswegen bin ich eingegangen. Verlängert von Bro der Ball ins eigene Tor. Brother Ratson, der Mochi der Isländer hier. Während Mochi hier hinten bisher den Laden noch dicht hält. Jetzt Brother Ratson dreht jetzt Mutter-Fehlfunktion. Wird nicht geduldet. Jetzt vielleicht lupfen muss er. Mit Gewalt. Er ist nicht gewalt und ist nicht hoch genug. Lupf, Fehler von Mochi. Tor für
Nice, Bro, da hast du mal was gut gemacht wieder. Ich versuch's. Flamey, Flamey! Große Ratze und schön sich selbst den Ball vorgelegt. Mochi, Moschini, Butzi, statt der Ball zu bleiben. Test? Ja. Moschi steht viel zu weit vorne, wenn der Ball jetzt gelockt kommt. Nein, schaffen sie nicht. Die Isen Sepson jetzt da auf dem linken Flügel. Monö steht, wartet gut, aber Bro steht auch gut. Große Ration fährt den Ball raus. Es leckt gerade. Es leckt gerade, meine Damen und Herren. Das ist schön, Hauptsache es regnet nicht. Jetzt Monö. Selection Problems. Eine Pirouette von Monö. Alle beschweren sich hier gerade schon. Große Ration fährt den Ball da draußen. Jetzt Konterchance für Moschi, der ist zu weit links. Rechts. Ball ist da draußen gefahren. Gute Links-Rechts-Schwäche hier von... Was? Don Sepson mit Pirouette, ja. War schon ganz gut im Ansatz. Hat aber den Ball vergessen. Jetzt Bro... Was soll ich denn da machen? Bisschen weit hoch vielleicht. Bisschen niedriger, da wäre da drin. Große Ratze vielleicht noch mit dem Ausgleich vor der Halbzeit. Fehler, Moschi lupft. Schön, der Moschi ist gut. Lupft. Bro steht noch da, kann er scheren. Ich habe irgendwie gerade die ganze Zeit Angst, dass Bro den eigene Tor schießt. Was? Das kann ich gar nicht verstehen. Alles drin. Ein Schuss noch für die Franzosen vielleicht. Oh nein, Ball am Boden. 2:1 für Frankreich. Zweimal greift Roserazzon daneben. Einmal sogar ein Eigentor, verlängert ins eigene Tor. Keine Glanzleistung von Roserazzon in diesem Spiel. Aber Moschi kommt hier einigermaßen gut klar. Auch wenn er am Gegentor wieder maßgeblich beteiligt war. Ja, meine Damen und Herren. Ich weiß, das war Halbzeit 1. Spannend immer noch. 2:1 für Frankreich. Für die Spannend. Isen noch alles drin. Alles. Vor allem Moschi hinten muss aufpassen, dass er nicht drin ist. Auch fast drin. Da ist überhaupt. Jetzt zweite Hälfte beginnt. Die Franzosen reden hier nochmal mit dem Trainer. Sprechen die Taktik ab. Ich finde es gut, dass die Teams immer den gleichen Ping haben. Geht los. Oder fast immer. Monö fährt Richtung Ball, Brosserazzon versucht erstmal sich durch die Grenze zu stellen. Monö jetzt wieder mit dem Ball nach vorne, Brosserazzon steht wieder daneben. Jetzt Chance für Frankreich, abgewehrt von Brosserazzon. Jetzt fährt Sepson nach vorne, wird abgewehrt von Brosserazzon. Flanke jetzt vielleicht, Flanke! Gefährlich! Le Pirouette von Monö, Übersteiger von Moschi. Jetzt. Er hat mich zurückgesetzt. Kann er den Ball. Ja, der wird ausreden. Wir haben dann gesucht beim französischen Team. Immer noch nur 2:1 für die Franzosen. Das ist ein gefährliches Pflaster, denn die Isen sind dafür bekannt, ein Tor zu machen. Jetzt Bro, das Brosserazzon, das war nicht gut. Den muss jetzt Sepson da rausklären. Kann den Ball jetzt vielleicht. Moschi! Macht wieder Scheiße. Anstatt einfach nur mal hinzufahren. Ich verstehe, dieses Hundegehirn nicht. Ja. Jetzt hab ich den sonst nicht drauf eingehen. Lass ihn einfach labern. Fährt jetzt gar nicht drauf eingehen. Außen, kann den Ball ein bisschen klären. Brosserazzon überspielt den natürlich wieder mit Skill. Jetzt vielleicht, der Ball kommt nicht nach innen. Sepson bleibt im Tor, versucht noch nicht volle Offensive bei den Isen. Leckt. Ausrede bei den Italienern. Jetzt stehen beide Italiener. Wir haben Italiener hier. Schöner Körpereinsatz von Brosserazzon gegen Monö. Keine. Es leckt. Und das ist die Chance. Island. Nein, Brosserazzon steht dann. Warum leckt denn das so? Weg. Jetzt vielleicht nochmal eine Flanke. Moschi wieder mit einem kleinen Wackler. Monö kann ausbessern. Jetzt schön. Und jetzt Schuss aufs Tor. Selbst oh, was ein Schuss hier wieder. Tor kann ich nicht so viel. Lass uns Tor kannst du nicht so viel. Ich hab eben gesagt, du bist Torwart. Tor kann ich nichts. Das tut mir leid. Eben hast du vorne nicht gemacht, damit du sagst, ich bin Torwart. 3:1 für Frankreich. Eher Torwart als sonst. Aber noch ist was drin. 3 Minuten 17 noch und die nächste Ball. Beste. Bro, aber auch. Mann, ich wollte das nicht sehen. Das ist die Torwartkrankheit. Komplett Aussetzer bei den Isen. Frankreich. Hält nix im Tor, Son. Du fährst. Ja. Aussetzer von Lestreinsson. Lestreinsson. Jetzt versucht er den Ball jetzt wieder. Brosserat zum Flug. Ja, erwischt auch Moschi. Jetzt Moschi wieder Moschi. Mit der Chance zum Einschieben. Moschi! Nein! Nein! Jetzt brauchen die Isen natürlich schon
4 Tore. So einfach machst du es nicht, okay? So nee. Einfach geht das. So einfach nicht. So einfach, ja, aber so einfach wie Mochi nicht. Ja, ich wollte ihn ja nur so reinkommen lassen. 5-1, ne? Island fällt auseinander. Ja, 5-1. Was? Für Frankreich. Island fällt komplett auseinander hier. Warum, wissen wir nicht so genau. Jetzt vielleicht Drosseratze. Wenn sie das noch drehen, wäre ein Traum. Den hätte er vielleicht versuchen müssen zu blocken. Den hätte Moschi nur angelupft. Fehler von Sepson, Drosseratze und bessert aus. Ob das jetzt noch was hilft. Sie brauchen 4 Tore. Schöner Doppelschuss jetzt von den Isen. Mono spielt, eilt wieder nach außen. Drosseratze, das ist eine Schusschance. Und nein, ich dachte, Sepson kann da noch ein bisschen was machen. Sepson ist in der Offensive nicht so, der ist ja mehr Torwart. Schön ausgespielt jetzt von Moschi. Und abgewehrt. Nein, ich hab's getroffen. Geil abgewehrt. Schwierig, das Eigentor von Bro. Was ist mit diesem Broserazzon hier los? Weiß nicht. Der Eigentor von. Aber ich will nicht Länder sein, die Namen sind einfach zu geil, ey. Halt, Thorsson! Den überlupft jetzt von Moschi an Monö! Fluganlage, nein. Unnötige Fluganlage von Broserazzon. Jetzt wieder die Frankreichianer haben das Spiel völlig im Griff hier. Nochmal jetzt mit dem Ball in die Mitte. Jetzt vielleicht Direktabnahme. Oh, was war das denn? Broserazzon völlig von der Rolle. Frankreich jetzt nochmal mit dem Angriff. Moschi ist echt hier schon wieder. Wir reden nicht in Richtung des eigenen Teams. Und Moschi, schöner Pass auf Monö! Und der versaut. Das war ein Rückpass. Rückpass. Ja. Und jetzt kommt noch ein Pass in die Mitte. Wunderschön, der Pass ist gar nicht so verkehrt. Ja, ich stehe aber kacke. Und jetzt kommt er schon für Isen. Isen. Abgewehrt von Monö. Wir sind Isen. Wollte ich gerade sagen. Jetzt. Das war der Trainer und Sepson. Ja, das kann das Tor für Island sein! Tor für Island! Boah, Alter, jetzt haben wir schon immerhin 6-2, sieht gar nicht mehr so schlecht aus. Nur noch 4! Nur! Kriegen wir hin, jetzt nochmal 5 Anschlusstore haben wir gewonnen. Nur! Ist ja quasi logisch. Ist ja quasi nichts gewesen. Der Ball steht gut, Gewaltschuss von Sepje! Leicht verzogen. Das kann noch was werden! Der Ball kommt nochmal in die Mitte, das garantiere ich Ihnen. Physikalisch ist das nämlich korrekt. Jetzt vielleicht Broserazzon, Latte abgewehrt von Kantholz. Übersteiger von Moschi, Le Pirouette von Broserazzon. Was? Übersteiger von Moschi. Jetzt Monö fährt den Ball jetzt nach draußen. Sepson versucht da irgendwie hinzukommen. Broserazzon fährt zurück. Noch 40 Sekunden für Mono. 5. Mono, nee, für dich. Er kommt perfekt. Jetzt. Und jetzt Anlauf, Broserazzon Anlauf. Kamera backt rum. Er kommt. Oh, der ist nochmal gut. Der kommt ganz gut in die Mitte. Ja, aber er ist trotzdem noch zu schlecht für euch, ne? Moschi, ganz schlecht im Angriff hier. Broserazzon jetzt nochmal mit der Flanke. Da steht allerdings nur Monö. Bremst den Ball da. Broserazzon kann den Ball in Zweikampf gewinnen. Hat in Ballbesitz. Jetzt ganz schlecht abgelegt. Ganz schlecht abgelegt. Jetzt nochmal Monö gut. Mit einem Schuss. Der ist nicht. Nicht was? Was? Oh, sehr gut. Weg, ey. Da kommen einfach nochmal zwei andere hinterher. Dass er den da nach Hause gekriegt hat. Frankreich. Geschlafen von Broserazzon. Ja, da kann man auch nichts mehr machen. Da kann man eindeutig noch was machen. Sepp hat es gezeigt, Sepp sagt. Yes, und Anstoßtor auch noch. Völlig ganz sauber, Monchi. Alter, weiter. Zusammenbruch der Isen. Spielt Bro überhaupt noch? Ich bin hinter vorwärts und rückwärts gefahren. Bro, bist du AFK zufällig? Kann das sein? Ich glaube, Bro hat keine Lust. Stoß. Aber die Isländer können doch nicht aufgeben. Jetzt noch Tor für... Nein! Ja, das Spiel geht dann Tor für aus. Das Spiel. 8-1, glaube ich. Oder 8-2. Für Frankreich. Frankreich also im Halbfinale. Die Isen draußen. Hält Nixon. Und hält fast was Son. Also draußen.
Chardonnay. Danke fürs Brutto. Zusehen. Brutto. Netto, Aldi. Lidl. Danke. Penny. Bis zum nächsten Mal. Rewe. Tschüss. Tschüss. Tschüss, Son. Tschüss, Son.